Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand das landwirtschaftliche Gebäude im Vollbrand. Das heißt, die Flammen schlugen aus dem Dach. Eine Zufahrt um das landwirtschaftliche Gebäude auf den Hof herum war für die nachfolgenden Fahrzeuge gar nicht mehr möglich. Wir sind aktuell im Einsatz mit ungefähr 90 Einsatzkräften. Die gesamte Freiwillige Feuerwehrflotte und weitere 6 bis 7 wasserführende Fahrzeuge aus dem Kreis und Nachbargemeinden unterstützen uns bei der Brandbekämpfung. Die Hofeigentümer haben beim Eintreffen 4 Pferde und 2 Ponys aus den brennenden Stallungen gerettet und auf die Weide gebracht.